Hallo und herzlich willkommen zurück. Wieder ein deutsches Video. Heute will ich die Frage beantworten oder antworten. Ja, antworten. Was habe ich an Deutschland gedacht, bevor ich hierher kam? Was war der Ruf von Deutschland, was ich bislang erfahren habe, bevor ich überhaupt Deutschland besucht habe? Zuerst muss ich sagen, im Allgemeinen, dass ich nicht sehr viel an Deutschland gedacht habe. Das ist wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend. Weil wenn man in Deutschland wohnt, ist Deutschland wirklich in der Mitte von der Welt. Von der Perspektive von jemandem, der in Deutschland wohnt. So, 80 Millionen Leute, sehr viel Leistung in der Wirtschaft, sehr viel Innovation. Eigentlich habe ich nicht sehr, sehr viel an Deutschland gedacht. Aber es ist eigentlich wahrscheinlich für fast jedes Land so. Ich glaube, viele Nachrichten in Deutschland sind bezogen auf den USA und es ist auch wahrscheinlich ähnlich in anderen Ländern. Aber man denkt nicht sehr oft an anderen Ländern im Vergleich zu wie viel man an dem eigenen Land denkt. Okay, ich musste die Uhr prüfen hier oder checken, wie viel Uhr ist es, weil manchmal. Ja, okay. Die Glocke. Die Glocke. Die Glocken. Egal. Okay. Ich habe gewusst, dass Deutsch schwer war. Ob das tatsächlich stimmt? Ich war sicher, Deutsch ist schwerer als Spanisch. Ich habe Spanisch gemacht und der Grund dafür war nicht, dass ich nicht Deutsch lernen wollte, sondern dass ich in der 7. Klasse angefangen habe und da gab es nur die Wahl. Gab es überhaupt eine Wahl? Gab es Französisch? Entweder nur Spanisch oder vielleicht Spanisch oder Französisch. Und ich hatte keine Lust, Französisch zu lernen. Und ich hatte gehört, Spanisch ist ähnlicher wie Italienisch und ich habe italienische Wurzeln. Und ich ge habe gedacht, das ist relevanter für mich, was weiß ich. Ich war nur vielleicht 12 Jahre alt. Und in Highschool gab es Deutsch. Aber weil ich schon angefangen habe mit Spanisch, habe ich nicht daran gedacht, will ich wechseln. Aber ein Freund von mir, weil man immer eine Fremdsprache machen muss, wenn man an der Universität gehen will, muss man 3 Jahre Fremdsprache lernen. Kurt, ist österreichisch. Ich habe immer gedacht, und er hat immer gesagt, dass er deutsch war, aber er hat das nur vereinfacht. Er hat immer deutsch gesagt oder German, ja, yeah, German, aber er war einfach nicht spezifisch. Er ist tatsächlich österreichisch. Aber beide von seinen Eltern waren bestimmt in Amerika geboren. Offensichtlich wahrscheinlich beide oder 3 von 4 Großeltern auch. So wie ich, alle 4 Großeltern in Amerika geboren, identifiziert auch als italienisch. Wahrscheinlich alle 4
Großeltern auf meine Mamas Seite waren in Italien geboren, aber auf der anderen Seite glaube ich, es geht noch länger zurück in Amerika. Okay, ja, was habe ich gedacht an Deutschland? Deutsch ist schwerer als Spanisch, das ist die erste Sache. Ich habe auch German gehört im Kontext German Bologna. German Bologna. Und das war wirklich viel besser als Oscar Mayer. Und Oscar Mayer war die Marke von. Es ist eigentlich Wurst. Es ist Schnitte für Sandwiches, für Brot. Aber in Amerika, Oscar Mayer ist die amerikanische Marke und es ist sehr schrecklich. Jetzt esse ich nichts von Tieren, aber ich kann mich daran gut erinnern, dass ich wollte nichts mit diesen amerikanischen Wurst, mit dieser amerikanischen Wurst zu tun haben. Ich wollte nur German Bologna. Sonst kann ich vergessen. So, was gab es sonst? Man lernt die Geschichte von den beiden Weltkriegen, aber was ist die Identität? Was denkt man an Deutschland eigentlich, dass die schwer zu, wie heißt es, dass sie schwere, ah, mein Wortschatz, dass sie stark gekämpft haben und dass es nicht einfach war, die zwei Kriegen zu gewinnen. Zu winnen. Gewinnen. Ja. Yeah. Okay, so das ist vielleicht bis 13, 14 Jahre alt. Und dann, ich glaube, es dauert wirklich lange, bis man außerhalb von seinem eigenen Land mit kritischem Blick schauen kann. Und dann habe ich wirklich den Ruf gehört, dass Deutschland genau ist oder dass Deutsche genau arbeiten. Und genau für mich, das war sehr interessant oder präzise, ich habe gedacht, es gibt ein Land, wo die Leute präzise sind. Und das hat mich immer ein bisschen begeistert. Und ich habe immer gedacht, dass ich etwas selbst gemacht habe oder was auch immer. Es gibt ein Land, wo alle dies machen kann, können. Aber ich weiß nicht, ob jeder daran denkt. Wahrscheinlich nicht. Es ist schon, ja, deutsche Ingenieurkunst, das hört man. Nicht genauso ausgedruckt. German Engineering, man sagt nicht Ingenieurkunst. Aber mein Vater hat nicht gewusst, dass Daimler, was Daimler war, dass Daimler Mercedes besitzt, dass das Deutsch ist, dass die besten Autos machen. Ich meine, sehr wenig wissen, Audi gehört VW, VW, Volkswagen, das ist ein deutsches Wort. Das habe ich nicht gewusst. Es gab noch etwas mit German. German Bologna. German Cars. Was hört man sonst? German Engineering. German language. German von der Vergangenheit. Was gibt's im Gehirn? BMW. Autobahn. Manche sagen Lederhosen, bla bla bla. Ich habe nie Lederhosen gehört.
Jodeling, Jodeling. Aber ich habe nicht gewusst, dass das in Deutschland war, in den Alpen oder im Allgäu. Lake Constance. Habe ich Lake Constance gehört? Kann sein. Lake Constance hörte sich vom Anfang an gewöhnt an. Lake Constance. Weißt du, wie manche Leute ihren Studienfach auswählen und dann das nicht wirklich fertig machen? Ich habe das gemacht mit Geografie und das hat sehr viel geholfen für mich, die ganze Welt ein bisschen anzuschauen. Ich habe nie wirklich daran gedacht, dass was wir auf Deutsch Middle East nennen, Mitte Osten, Orient, dass das einfach gesagt Nordafrika und Südwestasien ist. Nordafrika, Südwestasien. Oh ja. Interessant. Und dann Europa. Man musste die Flüsse alle kennenlernen. So die Rhein, Donau. Oder Danube, Volga, glaube ich, in Russland. Es gibt so viele Flüsse, eigentlich. German. Ich habe nicht gewusst, dass Adidas richtig ausgesprochen Adidas ist. Puma, habe nicht gewusst, dass das Deutsch war. SAP. Jetzt ist es ein Lied von dem Monster. Was gab es noch? Was offensichtlich, dass alle wissen, das ist Deutsch. Heutzutage spricht man oft über andere Länder in den USA, glaube ich. Das ist, wenn man etwas will, was andere Länder haben, dann spricht man über die anderen Länder. Wenn die politische Meinung ist von jemandem, dass die auch ähnliche Krankenkassen haben wollen wie Europa, dann werden sie immer andere Länder erwähnen, weil es kein Beispiel aus Amerika gibt. Und ich glaube, dass es mehr und mehr beglichen wird. Aber ich meine, dass es sehr wenig allgemein Verständnis gibt in der Bevölkerung, wie andere Länder funktionieren. Wie es ist da. Deutschland. Okay, welche Städte habe ich gewusst oder gekannt? Entschuldigung. Frankfurt, ja. Yep. Hamburg, ja. Yep. Berlin, ja. Yep. Bonn, vielleicht. Dresden, ja. Yep. Echt? Dresden? Dresden. Ja, hört sich gewohnt an. Vielleicht habe ich es jetzt nur zu viel mal. Munich. Stuttgart habe ich nie gehört. Hanover, ja. Aber eigentlich gibt es Hanover auch in Amerika. So, vielleicht habe ich es nur da gehört. Es gibt noch eine deutsche Stadt, was ich schon gekannt habe. Düsseldorf, das hört man. Düsseldorf, oder? What else did I hear? Was habe ich sonst gehört von Deutschland? German Baloney, German Cars, German Engineering.
Weißt du, die Niederlande, es gibt etwas, was Dutch Oven heißt. In Belgien gibt es Belgian Waffles. German Bologna. Ich habe Videos angeschaut auf YouTube und sie sagen, ah, es gibt dies und dies falsche Glaube, was man hält für die Wahrheit von Deutschland. Und ich habe die meisten von denen gar nicht gehört. Dass die Autobahn, okay, ja, man weiß, die Autobahn hat keine Geschwindigkeitsgrenze. Das weiß man. Kostenlose Universitäten, das habe ich nie gehört. Bier, ich habe nichts von dem Bier gehört. Junge, Alter, wie heißt das? Trink. Alter von Trinken, Trinkender Alter, Alkoholalter, besoffen Alter. Alter! Brot! Ich habe nichts gehört. Aber wow, das Brot ist schon ein großes Thema. Ich habe das meiste von Deutschland gelernt, nachdem ich hierher gekommen bin. Aber was hat. Ja, etwas hat mir schon gesagt, dass Deutschland ein interessantes Land wäre. Dass ich mich hier wohl fühlen würde. Oh, okay. Dies war etwas. An der Universität habe ich einen Kurs genommen. Ich habe Betriebswirtschaftslehre studiert und ein Kurs war Geschäfts- oder Betriebsethik. Und irgendwann hat der Professor einen Film gezeigt und es war diese Schuld. Es hieß Generationsschuld oder etwas. Und es war das Thema, ob man sich schuldig fühlen sollte von dem Zweiten Weltkrieg, obwohl in dieser heutigen Generation eigentlich niemand überhaupt da geboren war. Zumindest, ja, so. Alle Junge aus, was ist das? Sag mal. Es war vorbei in 44 oder 45 vielleicht. Sorry, es dauert sehr lange. So 40 Jahre bis 1985. Dann nochmal 15 Jahre bis 2000. Das ist 55 plus 8, 9, 19. Ist schon bei 69. Wenn man geboren worden ist, als es zu Ende kam, ist man trotzdem 70 Jahre alt. Ja, und die Frage war, sollte man schuldig fühlen oder sich schuldig fühlen und ob man die Schuld erben sollte. Vererben? Wie heißt das? Ja, es war ein interessanter Film, aber ich kam zu der Meinung, dass man das
die Vergangenheit aufbewahren sollte, die Geschichte aufbewahren sollte und das Bewusstsein haben, aber wenn man nichts selbst gemacht hat, braucht man das nicht wirklich zu viel zum Herzen nehmen. Die Amerikaner haben die Indianer getötet, eigentlich. Mann, Mann. So, ja, yeah, als Amerikaner ist man sehr schuldig. Aber ob man daran, ich weiß, was macht man? Man muss von der Vergangenheit lernen, das ist alles, was man eigentlich machen kann. Ja, okay. Genug von dem Thema. German. Das ist alles, was ich eigentlich habe. German. Ich habe nicht gewusst, dass Heidi Klum deutsch war, ist. Hier gibt es noch Arnold Schwarzenegger, er ist Österreicher. Das war ganz komisch, das erste Mal, als ich ihn gehört habe, dass er Deutsch sprach. So, oh, er ist ganz verständlich. Auf Englisch ist er ein bisschen schwierig zu verstehen. Sonst, was gibt es sonst? Ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen enttäuschend für die Deutschen, die gehofft haben, dass irgendwie der große Ruf von Deutschland alle Ecke von der Welt getroffen hat. Aber ich glaube, dass wenn man wirklich kritisch ist, man sieht, dass man nicht sehr viel über Länder weiß, in denen man nicht lebt. Ich könnte New Hampshire zu 100 Leute sagen und vielleicht eine Person weiß, dass New Hampshire überhaupt in Amerika ist. Hier in Deutschland. Weiß nicht. Ich glaube, dass die eine Person, die New Hampshire erkennen würde, würde sagen: Ah, du bist Engländer. Aber es ist. Ja. Immer wo man wohnt, ist die Mitte der Welt für diese Person. Ja, die Bundesländer habe ich nicht gehört. Ich habe nicht sehr viel gewusst oder verstanden über die Berlin-Mauer. Das habe ich alles na im Nachhinein gelernt, nachdem ich hierher gekommen bin. Was gibt's sonst? Swiss Army Knives, aber das ist nicht deutsch. Swiss Cheese. German Bologna and Swiss Cheese. Das ist alles, was ich jetzt habe. Ganz ehrlich, ich kann auch kein deutsches Bier nennen von Deutschland, was ich gesehen habe in Amerika. Paulaner? Heineken? Ja, natürlich. Aber das ist aus Amsterdam. 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 Das Coole mit Deutschland ist, dass es ist nicht unbedingt berühmt und in dem wie heißt das Licht? In dem Bühnenlicht stehen muss. Deutschland ist nicht besessen mit Beliebtheit oder weiß nicht. Ich glaube, dass Amerika wirklich ein großes Bild, ein großes Image haben will.
Aber die Deutschen vergleichen sich auch mit den anderen Ländern. Immer wenn es eine Liste gibt von den Top dies oder Top das, beste Schule in Mathe, beste Länder für Gesundheit oder was auch immer, in den Nachrichten oder es eine Studie gibt und es gibt eine Liste von Ländern, sagen sie natürlich, wo Deutschland da drauf steht. Und das ist normal und natürlich, weil man sich auch gut kennen will. Aber kann auch sagen, es ist eigentlich nichts Schlimmes, wenn man am Zweiten Weltkrieg denkt, sieht man eine Geschichte, nicht eine Identität von heute. Das sollte ich wahrscheinlich betonen. Es ist passiert und man vergisst das nicht, aber das ist Geschichte, wirklich. Und heutzutage weiß man die Hauptsachen, dass Deutschland ein friedliches Land ist mit starker Wirtschaft und mit viel Kultur, was man nicht auf einmal in eine kurze Liste oder in einem kurzen Betrag alles erklären kann. Man könnte drei oder vier Kursen nur mit der deutschen Kultur auf dem Universitätsniveau unterrichten. Das wäre interessant. Weiß nicht, ob das im Angebot steht, irgendwo auf irgendeine Uni in Amerika, in der Germanik. Deutsche Kultur 401, Deutsche Kultur 501, Deutsche Kultur in der Wirtschaft 601, Deutsche Kultur in der Politik 701. Und es ist, ja, yeah, es wird nur komplizierter, detaillierter und wird eigentlich nie alles erklären. Deutschland im Welthandel. Deutschland in der Innovation. Aber dass Deutschland oft das Beste ist im Fußball, ist wahrscheinlich das Wichtigste. Und Amerika schaut nicht zu. Vielleicht manche sehr progressive junge Leute, die wissen, das ist, was die Welt anschaut, das schaue ich auch an. Aber, oder zu anschauen, zuschauen. Aber ich komme aus New England und in New Hampshire, Massachusetts, Connecticut, Rhode Island, Maine, Vermont, New England. Wir interessieren uns nur für, wie die Red Sox spielen, wie die Patriots spielen und wie die Boston Celtics und Boston Bruins spielen. Und die sind normalerweise relativ gut und wir sind gut damit beschäftigt, dass wir nicht angucken müssen, wie schlecht sind die Amerikaner jetzt im Fußball. Und deswegen sehen wir auch wahrscheinlich nicht, dass Deutschland immer ganz vorne steht. Aber ja. Fußball, amerikanisches Fußball, amerikanischer Fußball, der Ball. Ich würde gerne wissen, wo Deutschland in der Technik steht, wie Deutschland Konkurrenz bringen will für Silicon Valley, weil dieser Witz hier in Süddeutschland wirklich nichts bringt. Ich glaube nicht, dass Süddeutschland viele Leute anlocken wird für Konkurrenz in
in der Branche, was wirklich wichtig sein würde in der Wirtschaft in der Zukunft. So, ja. Wichtiger als Fußball wahrscheinlich. Entschuldigung. Ich glaube, dass sie irgendeine Silicon Valley, ein Gebiet schaffen wollen in der Nähe von Tübingen, zwischen Tübingen und Stuttgart. Und hier in Ulm gibt es eine Wissenschaftsstadt. Aber ja. Silicon Valley ist eigentlich da, wo alle gehen, wenn man gut sich, wenn man sich gut auskennt mit der Technik, Tech. Es gibt andere Orte in den USA, aber Silicon Valley ist wahrscheinlich zweimal so groß und ausgebaut als Boston oder dieses Erforschungsdreieck in Nord-Carolina. Nord-Carolina. Das ist wirklich wichtig, Konkurrenz. Ja, gibt es deutsche Elektronik? Samsung. Nein, das muss japanisch sein. Deutsche Flugzeuge, Zeuge. Man weiß nicht, dass Airbus deutsch ist. Ja. Canyon Fahrräder. Man weiß nicht, dass Canyon Fahrräder deutsch sind. Ich glaube, dass die meisten glauben, dass sie Engländer sind. Aber sie haben auch ein englisches Namen, einen englischen Namen. Software. Das ist wahrscheinlich das schlechteste Video, die du jemals geschaut hast. Wenn du so weit gekommen bist, klick etwas. Abonnieren. Mag ich nicht. Klick etwas, bitte. Oder einen Kommentar hinterlassen. Dieses ULMX. Wenn ihr ganz genau angeschaut habt, gibt es überhaupt keine Bearbeitung zu diesem Video. Wie gefällt euch das? Lasst eure Meinungen in den Kommentaren. Bis zum nächsten Mal. Aus Ulm. Adele.